Ja, Leute, und nochmal ganz kurz eine Information vorab. Dieses Spiel hier gibt es auch zu gewinnen. Was müsst ihr machen? Ganz einfach einen Daumen hoch geben dem Video und einen Kommentar hinterlassen. Unter allen Kommentaren wird hier das Spiel verlost. Und bitte bedenkt die Altersbeschränkung ab 18 Jahren. Und ja, alle anderen, die über 18 sind, dürfen natürlich teilnehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg und jetzt geht's weiter mit dem Spiel. Ja, moin Leute, was haben wir denn hier auf einmal? Ja, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wir spielen heute mal ein wenig was anderes. Das gut bürgerliche Leben in unseren Städtebausimulationen und das Beackern von schönen Feldern und so weiter hat jetzt erstmal ein Ende und wir wollen mal was Richtiges spielen. Ja, und zwar spielen wir Folgendes. Es ist schon ein bisschen bitter. Ich habe versucht, hier ein bisschen ernst zu bleiben, aber... Oh Gott. Oh nein, bitte. Nein, das wollte ich nicht. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Ja, also, wir spielen Hotline Miami 2 Wrong Number. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen was anderes. Es erinnert mich so ein bisschen an die ersten GTA-Teile von der Perspektive her jetzt und von der Grafik, vom Grafikstil auch so ein bisschen. Und es ist ein bisschen blutiger als Landwirtschaftssimulator, ich muss es zugeben, aber ja, wir werden sicherlich unseren Spaß haben. Auch wenn ich jetzt ganz ehrlich da eben das nicht wirklich wollte. Ich werde jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, was der Typ da gemacht hat. Ihr könnt euch das sicherlich selber denken. So, okay, alles im Kasten. Gut gemacht, Leute. Morgen dann das Ganze nochmal. Vergesst also eure Rollen nicht. Und die Szene, in der du sie in deiner Knarre, in deine Karre verfrachtest, drehen wir am Donnerstag. Ja, war natürlich nur ein Film hier. Hier gibt es natürlich keine Gewalt. Das ist alles Filmblut gewesen. Und was euch beide betrifft, Pigman, gar nicht übel, aber langruhig. Etwas härter zu. Du sollst schließlich Leute umbringen. Es muss alles möglichst echt aussehen. Und du, Blondie, du musst noch an deiner Weiblichkeit arbeiten. Bisschen hilfloser und ängstlicher agieren, weißt schon, ne? Wie eine Frau eben. Und jetzt ab mit euch. Feierabend. Wir sehen uns dann morgen. Ja, Hotline Miami 2 Wrong Number. Es sieht aus, als wäre das Spiel schon 20 Jahre alt, aber es ist gerade erst rausgekommen. Und ich hatte es schon ein bisschen länger auf dem Zettel. Ich habe mir mal so ein paar Release-Listen immer mal durchgeguckt. Und, da der erste Teil wirklich ein Überraschungshit war, dachte ich mir, wir schauen uns auch mal den zweiten Teil an. So, ich bin da selber jetzt auch völlig neu. So, ich will mal eben ganz kurz Controls, Graphics, Language, German, das passt alles. Ich denke mal, die Graphics, das ist auch alles okay. Aha, wir haben hier gar nicht Full HD, ne? Okay, ich ändere das aber erst dann zur nächsten Folge und dann, sonst
macht Fraps hier wieder die Aufnahme aus und so weiter und so fort. So. First Act, Exposition. Ja, das Ganze ist in so verschiedene Szenen aufgeteilt. Und ja, wie ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Mann, die Party hier kann's voll vergessen. Die Leute sind alle für'n Arsch. Wer hat die ganzen Deppen bloß eingeladen? Was meint ihr, Leute? Schlagen wir heute Nacht zu? Wisst ihr nicht, warum nicht? Hab ohnehin die Schnauze voll. Lassen wir es krachen. Die Waffen sind schon im Auto, oder? Wir ziehen es also echt durch. Ja, los, ziehen wir es durch. Ja, das Ganze ist nicht einfach nur sinnloses, es ist sinnloses Rumgeballer und Gemorde und Blutvergießen, aber man muss auch ein bisschen taktisch vorgehen, habe ich mir sagen lassen, ansonsten wird man hier nämlich richtig auf die Fresse kriegen. So, ich muss sowieso erstmal mit den Controls so ein bisschen klarkommen, hier mit der linken Shift-Taste kann man sich so ein bisschen umschauen und wir werden als erstes mal zu unserem Bus gehen, ich schätze mal, um uns so ein paar Waffen rauszuholen. So, Down Under, First Scene. Corey. Ja, nehmen wir einfach mal den hier. Das ist jetzt immer ein Zebra. Und ja, ich weiß gar nicht, haben wir eine Waffe? Geil, wir haben nur unsere Fäuste. Das ist ja richtig toll. Na gut, das muss. Alter, hat er uns erstmal eine Ladung Blei gegeben. Auch geil. Okay, nächster Versuch. Verdammte Scheiße. So, da ist der Typ mit der Knarre. Ach, du Sa! Okay, aber immerhin haben wir den mit der Knarre schon mal ausgeschaltet. Oh! Fuck! Also, Mist! Na gut. So, wartet mal ab. Ah, jetzt kommt der Typ mit der Knarre natürlich gerade. So, verpiss dich, Junge! Verpisst euch! So, nein! Oh Gott! Ah! Oh! So, machen wir die mal fertig. Alter, die Drecksau, schnappt er sich die Knarre wieder und ballert uns erstmal den Schädel wieder weg. Eieiei, okay. Wie wär's, wenn wir hier einmal rüberlaufen? Oh, die Drecksau, ey. Na! So! Und du... Alter. So. Komm her, Junge. Zack. Und jetzt werden wir hier mal ein bisschen Achterbahn machen. Was ist das für ein Kasper hier? Alter, wie bitte? Das gibt's ja gar nicht. Also ihr merkt schon, man muss hier wirklich taktisch vorgehen. Ansonsten ist man schneller tot, als man gucken kann. So, jetzt haben wir die Knarre wieder. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Richtung. So, tasten wir uns mal vor. Oh, hier sind direkt zwei, ist ja geil. So, ich hoffe, der Blutverlust reicht, damit er jetzt nicht mehr aufsteht. Sauber! Floor cleared. Also, wir sind hier mit dem ersten... mit der ersten Etage sind wir durch. Dann gehen wir mal weiter. Oh, verdammter Scheiß! Mann! Oh, Gott sei Dank ist das ein Checkpoint. Oh, und wir haben nur noch einen Schuss. Das ist ja geil. Oh! Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Oh, ja, geil. Oh, fuck. Nein, oh, wir können gar nicht mehr runterlaufen. Das ist ja mal mies. Leck mich am Arsch, ey. Okay, pass auf. Zack. Oh, fuck. Wir müssen schnell die Knarre von dem kriegen. So, kommt rein, Jungs. Ich warte auf euch. Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, dass das nicht viele sind. Alter. So, kommt her, Jungs. Ich warte auf euch.
Ach, guck mal, den haben wir sogar erwischt, den Trottel. Ha, noch ein. So, ja, und noch einer. Oh, bitte was? Okay, die können das also auch. Na gut. Oh, der hat nur eine Pistole. Was soll das denn? Alter. Hol dir mal eine vernünftige Waffe, du Idiot. Alter, wenn... Haben wir den erwischt und dann von hinten kam dann der andere oder haben wir uns gegenseitig erschossen? Leck mir am Arsch, ey. Okay, zack. Oh, fuck. Mist. Oh. Och, komm, ey. Halt die Luft an. Oh, ich schmeiß die Waffe weg, anstatt zu schießen. Das war auch richtig schlau. Oh, ey, die sind so schnell wieder da. Also, wir müssen ein bisschen warten, bis hier... Okay. Ja, genau. Kommt alle her. Kommt ran. Wo bleibt der Nächste? Wo bleibt der Nächste, habe ich gesagt. Okay. Nein, 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 nein! Die Waffe war leer. Oh, no. Wir waren so weit. Wir waren so weit. Okay. Zack. Zack. So. Fehlen gerade ein paar Frames. What the fuck? Ein bisschen Angst, ne? Scheiße. So, 6 Schuss, das passt. Okay, wir müssen mal kurz gucken, dass wir hier vielleicht jetzt uns mal vorarbeiten. Nein! Oh, meine Güte, ey. Das gibt's doch nicht. Alter, dass wir hier beim zweiten Level schon so verkacken, das gibt's ja, geht ja gar nicht klar. Ah, immerhin haben wir 2 mitgenommen. Okay, pass auf. So. Zack. Oh, verdammter Mist. Die kamen zu zweit. Das war ein bisschen ungünstig. So. Alter. Ja, okay. Wir müssen erstmal wirklich so ein bisschen den Gang aufräumen. Ja, genau. So, noch jemand? Der ein bisschen was ab will? Okay. Denke mal. Oh, fuck. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Schieß ich daneben? Ah. Okay. So, komm. Ja, ja, der eine ist durchgekommen. Verdammter Mist. Okay. Oh, nein. Das war nicht gut. Verdammter Mist, ey. So, Achtung. So, möchte jemand? Möchte jemand? Möchte jemand? Keiner möchte. Okay. So. Ja. Ja, genau so. So, nehmen wir mal hier eine neue Knarre. Okay, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Jawohl. So, und jetzt vorsichtig. So, was haben wir hier? Hier haben wir 2. Okay, durch die Tür können wir nicht. Von wegen. Beide auf einmal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier noch einen einzigen, glaube ich. Oder übersehe ich einen? Nein, nur noch der eine Idiot da hinten. Okay. Scheiße, Mann. Bam! Scheiße, die Knarre war leer. Oh! Verdammt! Aber so langsam werden wir warm, hä? Ach, verdammter Mist. Okay. Oh, oh. Oh, ist empty. Oh, fuck. Okay. No, ne. Ne, 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 ne. Nein. Oh, Gott. So, danke. Oh, fuck. Okay. Nein, nein. Oh. Oh. Alles gut. Alles gut. So, da ist niemand mehr. Ist nur noch der eine, oder was? Ach, da sind 2 drin. Das ist ja geil. Das finde ich ja toll.
Haben wir es ja nur doppelt so schwer wie eben. Juhu. Okay. Nein! Nein! Oh Mann, oh! Wir waren so nah dran. Wieder mal. Okay, das war doof. Oh, wir sind noch im Spiel. Okay. Okay. Okay, okay. So, wie sieht's aus? Okay. Okay, okay. Und jetzt ist die Knarre leer. Juhu. Geil. Oh, verflucht, ey. So. So. Warum nur eine Pistole? Ey, was soll denn der Mist? Sollen die sich mal vernünftig ausrüsten hier? Genau, so ist schon besser. Verdammt. Wieder nur eine Pistole. Ah, nee, 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 auch nicht geil. So, okay. Okay. So. Okay, 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 okay. Okay, alles gut. Wir sind im Spiel. So, Flur ist frei. Jetzt fehlen nur noch hier zwei Typen. Okay, ja. Und jetzt noch die beiden Idioten. Okay. So, komm. Ja! Entschuldigung, dass ich so ein bisschen animalisch werde, aber wir haben es geschafft. So, können wir hier noch ein bisschen verwüsten? Das ist eine Werkstatt hier, oder? Ich will mich hier noch umschauen. Vielleicht nochmal auf den Pott. Oh, es geht hier ja gar nichts. Was können wir denn hier noch machen? Was ist das hier? Na gut. So, ich schnapp mir lieber nochmal... Oh. Schade. Die ist leider nur in der Kommode drin. Okay, dann geht's ab zum Auto. Dahin, wo wir hergekommen sind. Und weg dafür. Ja, und so sehen die Level überhaupt übrigens aus. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie wir uns schlagen, Leute. Also, denkt auch an das Gewinnspiel. Ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen. Und ja, denkt aber daran, ne? Schaut mal in die Videobeschreibung die Altersgrenze an. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder in der nächsten Folge mit dabei. Und ja, wie gesagt, wenn ihr gewinnen wollt, einfach Daumen hoch und Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann.